Ich habe zu meiner Frau gesagt, man müsste jede Seite dieser Tagebücher lesen. Und meine Frau sagte, du spinnst. Das sind 1500 Seiten. Und dann habe ich ihr gesagt, ich mach's trotzdem. Ich bin Karl-Heinz Deichelmann. Ich werde Mitte September lesen. Die kompletten Tagebücher von Viktor Klemperer aus den Jahren 1933 bis 1945. Ich werde durchlesen, von morgens bis abends, von 10 bis 10, ohne Pause. Wer denkt, dass er alles über das Dritte Reich weiß, der irrt sich. Nur wenn er die Tagebücher von Klemperer gelesen hat, kennt er die Schrecken der Leute, die dieses Leid erleiden mussten. Viktor Klemperer stammt aus einer sehr bekannten Familie. Da gibt es Schauspieler, da gibt es Musiker, da gibt es Mediziner. Aber er ist uns bekannt geworden als der Chronist des jüdischen Alltagslebens im Dritten Reich. Und davon können wir lesen in seinen Tagebüchern. Jeder, der beruflich eingespannt ist, der sucht natürlich nach einem Ausgleich. Meine kleine Flucht sind Spaziergänge, meine kleine Flucht sind im Garten liegen und ein bisschen in den Himmel gucken. Ich laufe sehr gern mit meiner Frau an der Prim entlang. Und das sind auch die Orte, auf denen man manche Idee findet und weiterspinnt. Und so war es auch mit dem Klemperer gewesen. Diese Lesung soll stattfinden in einem Leerstandsgebäude in Worms, einem kargen Gebäude. Und das Besondere der Veranstaltung ist vielleicht auch, dass durch die Dauer der Lesung klar wird, in welch unheimlich kleinen Schritten Tag für Tag der Schrecken immer mehr Einzug gehalten hat. Trostlosigkeit der Lage. Diese Tagebücher sind eigentlich Zeugnisse dafür, wie er versucht, das Leben zu bewältigen, obwohl mit jedem Tag klarer wird, dass er das nicht bewältigen kann, dass es ein hoffnungsloses Unterfangen ist. Und diese Hoffnungslosigkeit ist das, was die Spannung dieses Buchs ausmacht. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist und trotzdem bangen und hoffen wir und wünschen uns, dass es so gut wie möglich dann zumindest für diese Biografie ausgeht. Ob ich es schaffen werde, das weiß ich nicht. Dafür gibt es zu viele Aspekte, die schiefgehen können. Vielleicht versagt die Stimme, vielleicht tut mir der Rücken weh. Da kann schon eine Menge schiefgehen. Wir sind optimistisch, aber es bleibt spannend bis zum Schluss. Literatur kann wirklich Menschenleben retten. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Wer ein gutes Buch liest, wer eine gute Geschichte braucht, der wird hier eine fantastische Geschichte finden.